Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Harald Ottawer, ich bin Tennis-Experte beim Kurier. Das Thema heute ist natürlich Rafael Nadal. Wie lange geht es noch? Bei den Australian Open geht es nicht mehr weiter. Da hat er heute verloren gegen den Amerikaner Mackenzie McDonald in 3 Sätzen. Okay, das kann passieren, aber er hat sich wieder verletzt einmal dabei. Und zwar im zweiten Satz bei einer falschen Bewegung hat er sich eine Hüftverletzung zugezogen. Die Hüfte plagt an und für sich eh schon seit einigen Wochen. Jetzt wurde das Ganze noch ein bisschen verstärkt. Und jetzt stellen sich halt wieder viele die Frage, vielleicht auch er, wie lange geht es noch weiter? Eine Frage, die es schon längere Zeit gibt. Also das ist eigentlich auch nichts Neues. Das ist nur eine Verletzung von vielen, die sich Rafael Nadal in seiner, sagen wir mal so, aufwendigen Karriere, die jetzt schon mehr als 20 Jahre andauert, zugezogen hat. Er musste schon öfter auf große Spiele verzichten, weil er verletzt war. Ich erinnere da 2018 konnte er aufgrund einer Knieverletzung zum US Open Halbfinalspiel, glaube ich, war es gegen Juan Martín del Potro nicht antreten. Im Vorjahr war es die Bauchmuskelverletzung, die ein Spiel gegen Kyrgios auch in der Endphase des Turniers verhinderte. 2016 konnte er nicht antreten zum Drittrundenspiel gegen seinen Landsmann Granollers. Das war ausgerechnet bei den French Open, seinem Lieblingsturnier. Profitiert hat dann ein bisschen der Dominic Thiem davon, weil er eine leichtere Auslosung hat. Das sind lauter Sachen, die heute kommen im Laufe der Karriere. Und immer wieder wird die Frage gestellt, wie lange macht er noch weiter? Und das ist jetzt nicht zum ersten Mal der Fall. Letztes Jahr in Wimbledon hat er unmittelbar nach seinem French Open-Sieg gesagt, ich war kurz vor dem Karriereende, jetzt sieht es wieder anders aus. Jetzt sieht es wieder ein bisschen anders aus, jetzt kommt eben diese Hüftverletzung auch noch dazu. Damals war es eigentlich die schwerste Verletzung, die ihn seit Karrierebeginn plagt. Und das ist eigentlich keine Verletzung, sondern eine Krankheit, eine Fußknochenkrankheit, wenn Sie so wollen, Müller-Weiß-Syndrom nennt sich das. Und er spielte schon die vergangenen Jahre deshalb auch immer wieder nur mehr mit Schmerzmitteln und das zehrt halt daran. Und jetzt kommt halt noch dazu, dass er auch Vater geworden ist im Oktober. Und er sagt zwar, mit der Familie reisen ist anstrengend, aber sie haben eine Lösung gefunden. Roger Federer, der im Vorjahr seine Karriere beendet hat, ist jahrelang mit 4 Kindern um die Welt gezogen. Sie waren nicht immer dabei, aber bei den großen Turnieren zumindest. Das kann man bei Rafael Nadal auch hoffen, dass er das macht. Karriereende, Damoklesschwert schwebt über ihn, aber ich glaube, dass er schon noch ein paar Monate macht. Er ist die Nummer 1 im Ranking der Grand Slam-Sieger, hat 22 Grand Slam-Turniere gewonnen. Federer hat 20, kann ihn nicht mehr einholen, aber Djokovic hat 21 und ich glaube, dass Rafael Nadal das Feuer schon noch ein bisschen, heute nach der Niederlage nicht, aber sonst schon noch in sich spürt, dass er sagt, okay, bei den French Open, das ist mein Turnier, das habe ich 14 Mal gewonnen, da möchte ich noch einmal richtig zuschlagen, da möchte ich meinen 15. Titel, der auch gleichbedeutend mit dem 23. wäre, was jetzt die Australian Open betrifft, Djokovic kann natürlich gewinnen, ist der Turnierfavorit, würde dann auch bei 22 halten und ich glaube, das würde ihn noch mehr anstacheln, dass er diesen Schritt macht, dass er zumindest bei den French Open spielt. Wimbledon ist er vielleicht nicht mehr ganz so Favorit, hat aber auch schon gewonnen dort. US Open ist halt dann immer so eine Sache, Hartplatz ist für seine Fußprobleme und etc. noch ein bisschen negativer für den Körper. Im Großen und Ganzen glaube ich aber, dass man ihn schon noch einige Monate sehen wird. Und so wahnsinnig viel, in der Vergangenheit spielt er ohnehin nicht mehr. In diesem Alter, er ist 36, das sollte man nicht vergessen, wählen die Stars schon die Turniere ein bisschen sorgfältiger aus, spielen nur noch die großen Turniere und vielleicht ein paar Vorbereitungsturniere. Aber ich glaube, schon aufgrund deshalb, dass er das immer recht gescheit gemacht hat, wird er es auch diesmal machen.